Das sieht ein bisschen aus, wie als würdest du gerade aus Compton kommen. Digga, das sieht richtig geil aus, oder? Hier, guck mal, warte, ich zieh mal ran. Ja, Digga, ich seh auch, ey, das ist ein Turban, Digga. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wieder hier mit dem Spendi am Start. Was geht, Digga? Was geht, Mann? Und heute scheint die Sonne, das heißt, wir werden ein bisschen auf das Bike eingehen. Und also ich hoffe, wenn ich die Kamera jetzt umdrehe, sieht man das so krass, du, wie ich das sehe. Seite. Ja, aber hier, komm mal. Ach so, ja. Digga, oder? Ja. Boah, guck hier, ich wusste, man sieht das. Leute, schaut euch das mal an. Wie geil ist das? Was ist das für eine Folie, Digga? Das ist, die nennt sich Dark Psychedelic. Und das Dark Kranke, Psychedelic. Ja, und komm mal jetzt genau von der Seite hier. Wenn du jetzt genau hier, wo ich stehe, ja, mal hier drauf. Junge! Auf einmal ist das Bike einfach blau. Alter! Guck mal, das sieht aus, als wäre die Kamera kaputt. Legit. Schaut euch das mal an hier. Man sieht das wirklich hier, wenn ich den Schatten werfe, dann wird es normal. Oder die andere Seite. Die andere Seite ist ja genauso foliert, ne? Die ist komplett so foliert, aber die sieht halt. Kann man das ja sieht halt jetzt grau aus, genau. Also Vergleich. Hier. Rainbow in allen Farben und jetzt auf der anderen Seite ist einfach nur grau. Ist einfach nur grau. Schaut euch das an. Es sieht wirklich, also auch in echt, einfach nur grau aus. Also graue das Bike, Seite. Das Bike wird nochmal frisch foliert. Da ist ein bisschen was schief gegangen, aber nicht so wild jetzt. Also ein paar Schönheitsfehler. Ja, das wird jetzt komplett nochmal neu foliert, aber mit der gleichen Folie. Hier wird halt noch einiges kommen. Sieht so geil aus. Neue Hebel in blau. Stimmt, die Standardhebel hast du noch dran. Naja, dann kommen neue Griffe, die auch blaue Akzente haben noch. Ja. Dann Lenkungsdämpfer auch mit blauen Akzente. Also ich gehe ein bisschen ins Blaue. Finde ich geil. Ja. Vielleicht können wir was mit den Felgen machen. Ja, Mann. Oder so eine Pulverbeschichtung, das wäre vielleicht ganz geil. Das wäre richtig geil, Mann. Das wäre richtig geil. Ja. Ich merke schon. Also so gefällt mir die schon richtig nice, aber wie du schon gesagt hast, so ein paar Und Spiegel kommen andere. Es kommen eckige. Krank, das wollte ich gerade fragen. Es kommen eckige Spiegel ran. Eckige? Die bekomme ich nächste Woche zu. Wie eckig? So viereckig oder wie? Nee, spitz. Spitzige. Ich wollte gerade spitzige Spiegel kommen dran, ja? So heftig. Verändert sich das im Sonnenuntergang nochmal? Ja. Echt? Ja, kann ich auch nochmal anschauen. Digga, geil. Ich würde sagen, wir springen jetzt aufs Bike drauf. Nein, wir machen eine Soundprobe noch. Können wir gerne machen. Oder haben wir noch gar nicht gemacht? Haben wir noch nie gemacht. Noch nie? Leon, ganz kurz bitte einmal Einschnitt von der Honda CBR 600 Doppelt R mit der Originalausbauanlage. Das ist ja aus dem Vogel, Alter. Und jetzt der Vergleich. Schon gut. Was hast du da installiert? Was ist das für eine Auspuffanlage? Das ist eine Bodis QS1. Ey, komm, jetzt bitte nagelt mich nicht an der Wand fest. Entweder SQ1 oder Bodis QS1. QS1. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall von Bodis. Oder Q1S. Irgendwie die Reihenfolge weiß ich jetzt echt nicht von den letzten drei Ziffern. Aber es ist auf jeden Fall eine Bodis. Ich würde sagen, jetzt geht's endlich los, nachdem wir hier wieder fast 10 Minuten gequatscht haben. Ja. Es ist 33 Grad. Das möchte ich an der Stelle nochmal bemerken. Schöne Falco-Schuhe. Du hast die Alpine Stars an. Ja. Los geht's, Freunde. Camera on. Boah, Digga, wie die leuchtet. Ja, Junge. Du musst aber nach hinten rum, ne? Hinten rum? Ja, weil hier ist das Ding zu hoch, da streichst du dran. Och, Mann. Es macht so Spaß, mit einer Sumo zu fahren. Ja, du brauchst auch eine, ohne Mist. Safe. Du auf so einer EXC, ich finde, du bist halt mehr so EXC 500er Typ. Da hast du nochmal viel mehr Bums, aber auch geilen Sound und eigentlich ist er nur ein bisschen schwerer als die 350 jetzt. Das wird dir unnormal stehen, also denk mal drüber nach. Digga, das sieht so fucking killer aus. Vor allem mit dem Helm, oder? Ja, also es sieht gar nicht so komplett behindert aus, muss ich sagen. Ich finde es umgekehrt halt noch schlimmer. Ne? Wie das jetzt bei mir der Fall ist. Zum Glück sehe ich mich selber nicht. Also mit Crosshelm auf einer Supersportler, das geht eigentlich gar nicht. Ist das für dich jetzt eigentlich komisch, wenn du auf dem Teil sitzt? Ja, safe. Echt? Ich sitze da voll weit vorne, Digga. Ja, was soll ich denn sagen? Guck mal hier, ich sitze wie ein Affe auf dem Schleifstein auf dem Teil. 1,92 Meter pure Muskelmasse auf dem 600er Hobel. Ich habe echt oft überlegt, ob ich mir nochmal so eine Supersportler einfach nur fürs Roomcruisen besorge. Also irgendwie so eine Triumph, Daytona oder irgendwas ähnliches. Finde ich eigentlich ganz geil. Weil du hast ja selber gesagt, es sieht halt einfach gut aus. Oh, warte, jetzt musst du mal im Tunnel hier richtig ballern, Digga. Oh mein Gott, nimm dir auf! Mach mal, Reffbomb. Haben die sich erschreckt? Ja, die haben ein bisschen gezuckt, ey. Aber du hättest voll aufreißen müssen. So richtig, wäff!
They see me rolling, they're hating. The boat is a battle when they're trying to dirty. Ja, das sieht hier nach einer Wheelie gerade aus. Safe, das machen wir. Das machen wir! Oh, shit! Alter! Ja, Mann! Ohne Mist, Digga, diese Karre lässt sich so verdammt leicht wheelen. Das macht so Bock. Klar, weißt du, was das Problem ist? Du siehst nichts, ne? Ja. Aber mal abgesehen davon, Gaskontrolle geil, wie du die hochholen kannst, geil. Im Vergleich zu einer Tausender, Junge. Warte mal. Boah. Ja, lass nochmal wheelen, oder? Ja. Oh, der will hier durch. Komm, ich will jetzt noch einen Wheelie pullen. Ich habe jetzt richtig Blut geleckt, Mann. Vier Zylinder, schön am Kipppunkt. Bada bam, bada bam. Ja, du willst ja auch Wheelies üben, oder? Ja, aber safe nicht mit einer Supersportler, Mann. Ja, aber ohne Mist, dann lass uns das zusammen angehen. Können wir machen. Du hast ja vorhin gesagt, wir waren da ja im Skatepark und haben das Intro gemacht. Und du hast ja erzählt, müssen wir hier rein? Ja, wir oder? Fahren hier rein, aber wir wenden vorne wieder, dass du in die Richtung fährst. Ah, okay, easy. Du hast ja vorhin erzählt am Skatepark, dass du da früher jeden Tag warst. Immer Skateboard gefahren, richtig trainiert und so, dass du da richtig hinterher warst. Und wenn du, ohne Scheiß, wenn du den Ehrgeiz, wenn du das Engagement dann hast, wenn wir Wheelies üben, perfekt, ohne Mist. Also dann haben wir nach einem Monat, haben wir so geile Ergebnisse, dann kannst du safe, bin ich mir sicher, die Karre am Kipppunkt fahren. Ja. Dann zeigst du Emoji mal, wie das geht. Einer geht noch rein. Okay, oh, jetzt laufen da Leute über die Straße, müssen wir mal ein bisschen warten hier. Ich fühle mich gerade wie ein Fast and the Furious. Okay, mach mal einen kleinen Wheelie, ne? Oh, da hast du da rechts gleich Zuschauer. Digga, macht das Spaß, Mann. Ist das geil. Oh, Digga, weißt du, was wir jetzt machen? Oh, ich habe eine richtig krasse Idee, Mann. Warte, pass mal auf jetzt. Du, entweder wirst du jetzt sagen geil oder du wirst heulen, weil du da keinen Bock drauf hast. Pass mal auf. Oder du hast einen Burnout. Nein, Digga, ich mach doch nicht mit deiner Karre einen Burnout. Das kann ich nicht verantworten. Sowas würde ich nicht machen. Pass auf, wir gehen jetzt mal hier. Wo können wir denn deine Karre mal kurz abstellen? Wir machen jetzt mal da, hier direkt, hier drüben? Okay. Nee, warte, Industriegebiet, Alter. Das sollte man nicht machen. Hä? Ja, wir machen hier nur auf der Geraden ein bisschen Spökes. Weißt du, was wir machen? Ich nehme dich jetzt mal mit hinten drauf. Dann machen wir mal einen Sozio-Wheelie. Nein. Doch, safe, nein, Digga. Nein. Doch, nein, safe. Nein, dafür bin ich nicht bereit. Doch, safe. Wir machen das jetzt. Doch, das steht gar nicht zur Debatte. Nein, ich bin dafür echt nicht bereit. Das steht nicht zur Debatte. Das steht Bro, nicht. Nein. Ich schwöre, bitte. Ich schwöre, das steht nicht zur Debatte. Nein, David, so, komm jetzt. Nein. Du vertraust mir. Ich kenne das ja und dann sage ich ja, dann machen wir es so. Nein, ich schwöre, wir machen ganz leicht nicht hinterm Kipppunkt. Ganz easy einfach nur. Ganz easy. Ich schwöre. Digga, ich hab so Schiss. 1000%. 1000%. Komm, steig mal kurz ab. Ich zeig dir, wie wir das machen. Dein Bike ist abgeschlossen, keine Sorge. Ganz locker. Ja? So, jetzt erstmal Energie sammeln, ja? Komm mal her. Digga. Nimm mal die Hand hoch. Komm einmal, das ist wichtig, das ist wichtig. Komm, sammel Energie, komm. Okay, jetzt bist du bereit, Digga, pass auf. Ich habe ja keine Sozius-Rasten, deswegen tust du deinen Fuß einfach hier drauf. Ja? So tust du den da drauf. Mit der Spitze, ja? Ja, und du? Ich mach meinen Fuß auf deinen Fuß. Kriegen wir hin. Ey, David, bitte nicht. Doch, das kriegen wir hin, pass auf. Das siehst du auch super, die Straße. Guck mal, perfekt. Komm, schön geschafft. Digga, ich werde dich so zerdrücken, glaube ich. Nein, Quatsch. Pass auf. So, einfach mal drauf. Ne? Dann Füße auf die Rasten. Genau, ein bisschen weiter nach hinten die Füße. Ey, genau. David. Bisschen, genau, schön ran. Schön ans Moped ran. Genau, so. Ey, David, bitte nicht. Bisschen weiter ran ans Moped. Genau. David. So, dann halte ich jetzt. So fest, genau, so ist schon gut, ja? Ey, David, bitte nicht. Ey, also, zieh den echt nicht so hoch. Ne? Nein, wir machen ganz entspannt. Ganz entspannt, okay? Einfach nur so ein bisschen brav, weißt du? Das ist nicht so schlimm, wie du denkst. Okay? Boah. Ja? Alles easy. Zieh nicht so hoch. Einfach nur Kipppunkt. Ist nicht hoch. Nein. Sonst ist es hakelig. Warte. Hörst du mich? Kein Kipppunkt, bitte. Bitte, ich mein's ernst. Okay, wir machen keinen Kipppunkt. Kein Kipppunkt. Okay, bereit? Ja? Ja. Ich rutsch. Okay, warte, Digga. Bitte nochmal zurück, bitte. Bitte, ich bin gerade so nach hinten gerutscht. Mein Leben, Alter. Easy, Digga, easy. Ich gebe jetzt zu, das ist eigentlich nicht so schlimm, wie du dachtest, oder? Es ist schon richtig geistgestört. Ja. Aber mach's bitte nicht noch einmal. Okay, wir machen nur einen kleinen, ja? Nein, ich bin gerade echt eklig runtergerutscht, Digga. Ja, aber da ist viel Heck. Warte. Okay. Ich bin echt hässlich runtergerutscht. Okay, warte, ich geh noch ein bisschen nach vorne. So? Bereit? Ah, ich weiß. Ja? Okay. Ey, Digga.
wir haben sogar durchgeschaltet, zwei Gänge. Was? Ja, Mann, ich schwör's dir. War der geil, oder was? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Digga. Junge. Und du Scheiße, du hast dich richtig gut geschlagen, Digga. Okay. Ohne Mist, Digga. Ja, pass auf, komm, pass auf, auch danach, komm. Spürst du die Wheelie-Energie, Digga? Ja, Mann. Spürst du die Wheelie-Energie? Ja. Geil gemacht. Ja, ey, geil. Ohne Scheiß, finde ich gut, dass du trotzdem gesagt hast, also eigentlich hast du es nicht gesagt, ich habe es einfach gemacht, aber ich finde es trotzdem gut, dass du dich draufgesetzt hast. Und, also ich saß am Anfang wirklich hier und dann auf einmal hier. Echt? Also check mal ab, ob alles in Ordnung ist. Weil ich war wirklich nur noch auf Plastik. Ja, passt, Digga. Ist ja noch dran. Du bist noch dran, also... Ich hoffe, es hat dir nicht wehgetan. Oder habe ich dir wehgetan? Ich hatte sehr Schmerzen hier an meinen Nippeln, links und rechts. Nee, alles Digga, cool. Wie krank ist es? Oder? Aber es ist nicht so krass, wie du gedacht hast, oder? Ich dachte wirklich, dich zieht's richtig nach hinten. Ja, der erste Ruck ist heftig, aber dann, wenn wir erstmal eine Höhe erreicht haben, und Scheiß, so gut gemacht, Mann. Jetzt hast du schon mal ein bisschen du Feeling. Du hast gut gemacht. Ich sag's, easy, Bruder. Wie viel Kilogramm wiegst du? 87, Leute, mit 87 Kilo Sozius hier einfach mal über die verdammte Straße gebrettert. Das muss man erstmal nachmachen, ey. Puh. An der Stelle, lasst dem lieben Spendi auf jeden Fall mal ein Abo auf YouTube und Instagram da. Links in der Beschreibung. Ja, Mann, Wheelie Fun ist auch Adrenalin. Ich hoffe, ich vergesse die Links nicht in die Beschreibung zu ballern. Das passiert mir nämlich echt oft. Wir werden uns dann demnächst mal ein bisschen um das Schätzchen hier kümmern. Wir quatschen einfach mal mit dem Dennis bezüglich der Pulverbeschichtung für die Felgen. Oh, ja. Ne, springen wir einfach mal in den Laden rein, wenn du in Hamburg bist. Du besuchst uns ja bald, habe ich gehört. Ja. Das wird auf jeden Fall geil. Und ja, an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer, check den Merch ab. Und das Allerwichtigste, geht steil. Wupp.